Hey, herzlich willkommen. Heute geht's um die Wurst. Auf den Scherz habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. Okay, zum Ernst der Lage zurück. Es geht heute um die Verdauung. Und zwar habe ich mir gedacht, wir sitzen gerade viel zu Hause und oder haben Stress auf der Arbeit, bewegen uns nicht so viel, achten vielleicht nicht ganz so sehr auf die Ernährung und haben deshalb Bauchschmerzen oder Verdauungsprobleme. Yoga hat ein paar wunderbare Übungen, mit denen man die Verdauung wieder ein bisschen anregen kann. Das ist kein Erfolgsversprechen, aber wir üben auf jeden Fall ein paar Drehungen, ein paar Haltungen, die die Bauchorgane stimulieren, die die Bauchorgane entspannen und die somit ein bisschen dabei helfen sollen, das ganze System wieder zum Laufen zu bringen. Es ist sehr sanft, es ist sehr entspannend. Das heißt, du kannst das Video natürlich auch mitmachen, wenn du dich einfach nur ein bisschen entspannen möchtest. Und du brauchst nichts außer vielleicht ein Kissen und bequeme Kleidung. Und dann lass uns direkt starten. Wir beginnen in der Rückenlage. Dort angekommen, lass deine Knie zur Brust sinken, ganz unangestrengt. Leg deine Arme neben dem Körper ab und dreh die Handflächen nach oben. Schließ deine Augen. Entspanne hier bewusst den ganzen Körper und ganz besonders deinen unteren Rücken, deine Bauchorgane und deine Bauchdecke. Lass auch deine Schultergelenke, den gesamten Schultergürtel ganz entspannt in die Erde sinken. Deine Gesichtszüge sind weich, der Kiefer entspannt. Lass auch deine beiden Füße ganz entspannt Richtung Erde baumeln. Wir versuchen hier in dieser Yoga-Praxis nun ganz besonders das Loslassen und das Entspannen zu üben. Besonders im Bauchraum, in der Körpermitte. Und so lege nun deine Hände auf deine Knie. Wir beginnen mit einer kleinen Mobilisationsübung für den unteren Rücken, die Lendenwirbelsäule und auch den Bauch. Vertiefe den Atem und beginne dann mit dem Atem verbunden, deine Knie zu kreisen, durch die Hüftgelenke zu kreisen und so etwas Bewegung im Bauchraum entstehen zu lassen. Wenn du einatmest, streckst du deine Arme, schiebst die Knie von dir weg und kreist dann über außen, ausatmend die Knie ranziehen und einatmend wieder die Arme strecken, Knie nach vorn, ausatmen, kreise, zieh die Knie ran und spüre so diese ersten Bewegungen nun hier der Lendenwirbelsäule, eine erste kleine Massage für die Bauchorgane. Die Atemzüge tief, gleichmäßig. Und dann komm wieder zur Ruhe. Breite nun deine Arme nach links und rechts zu den Seiten aus. Und lass dann deine Beine ganz dicht am Bauch nach rechts sinken, bis die Beine am Boden ankommen. Du kannst den Kopf nach oben gedreht lassen oder weiter nach links drehen. Und dann hier ein, zwei, dreimal ganz tief in den Bauch ein- und ausatmen. Spür, wie sich mit jeder Einatmung deine Bauchdecke hebt, wie sie sich mit der Ausatmung entspannt und wie sich der ganze Körper entspannt. Einatmen, Weite im Bauch, im unteren Rücken. Ausatmen, entspanne den ganzen Körper. Du
Dreh deinen Kopf dann wieder zurück in die Mitte und nimm beide Beine zurück. Lass die Beine weiter nach links gleiten, leg sie am Boden ab und drehe den Kopf nach oben oder nach rechts. Komme hier in dieser Drehung an. Die Beine und Füße entspannt, die rechte Schulter entspannt und der Atem strömt ganz ruhig und gleichmäßig in den Bauch. Ein und aus. Dreh dann deinen Kopf wieder zurück in die Mitte und bring beide Beine zurück in die Mitte. Greif nun dein rechtes Schienbein und streck dein linkes Bein am Boden aus. Wir bleiben einen Moment hier. Lass den Atem weiterhin tief in den Bauch ein- und ausströmen. Vielleicht spürst du, wie die Einatmung nun die Bauchdecke gegen den Oberschenkel drückt. Und wie du mit der Ausatmung den Oberschenkel etwas dichter zu dir ranziehen kannst. Lass dabei nach wie vor den Schultergürtel und die Gesichtszüge entspannt. Dann streck nun den rechten Arm zur Seite und greif mit der linken Hand außen an den rechten Oberschenkel. Wir kommen von hier in eine Drehung zur linken Seite. So dreh dich nun nach links. Ja, und du kannst gerne die rechte Fußsohle auf dem Oberschenkel abstellen oder den Fuß so hinter den linken Oberschenkel klemmen. Und dann achte einfach darauf, dass die rechte Schulter sich entspannen kann. Ja, das Knie muss gar nicht am Boden ankommen. Es geht vielmehr nun um diese Drehung in der Lendenwirbelsäule. Darum, dass du nun weiterhin in den Bauch atmest und so den Bauchorganen eine sanfte Massage schenkst. Versuch auch hier mit der Ausatmung etwas mehr loszulassen, dich in diese Haltung förmlich hinein zu entspannen. Komm dann wieder zurück in die Mitte. Streck das rechte Bein aus. Und dann greif nun dein linkes Knie, zieh das Knie zu dir ran, die Hände an dem Schienbein verschränkt. Bleib auch hier für einen Moment. Nimm wahr, wie sich deine Bauchdecke ausdehnt Richtung Oberschenkel, wenn du einatmest. Wie du den Oberschenkel etwas dichter zu dir ranziehst, wenn du ausatmest und gleichzeitig den Schultergürtel Richtung Erde entspannst. Streck dann den linken Arm zur Seite aus, die Handfläche nach oben gedreht und greif mit der rechten Hand außen an den linken Oberschenkel. Dreh dich mit dem ganzen Körper weiter nach rechts. Kannst auch hier die linke Fußsohle auf dem rechten Oberschenkel abstellen oder den Fuß hinten am Oberschenkel verhaken. Und dann schau auch hier, wie das angenehm ist, wie weit du gehen möchtest. Die linke Schulter sollte noch zumindest vom Gefühl her verbunden sein mit dem Boden. Und der Atem strömt auch hier bis nach unten in die Lendenwirbelsäule, bis in den unteren Bauch. Jede Einatmung schenkt dir Weite. Jede Ausatmung Entspannung im ganzen Körper. Nimm noch einen tiefen Atemzug hier auf dieser Seite ein und aus.
Dann komm zurück in die Mitte und dreh dich von hier nun einmal auf deinen Bauch. Stell die Hände unter den Schultern auf und leg deine Stirn am Boden ab. Deine Beine sind lang nach hinten ausgestreckt. Wir üben eine Rückbeuge hier. Du spürst vielleicht schon, wie es nun etwas anstrengender ist, in den Bauch zu atmen. Ja, wir geben bewusst etwas mehr Druck nun gegen die Bauchdecke in den Bauchraum, um so auch noch einmal die Verdauungsorgane zu stimulieren. Achte nun darauf, dass deine Schulterblätter nach hinten unten ziehen und dein Schambein ganz leicht Richtung Boden drückt. Dein Nacken ist immer lang, die Halswirbelsäule gestreckt. Das heißt, du stellst dir vor, dass dein Nacken ganz faltenfrei ist. Heb nun mit einer Einatmung deinen Brustkorb an, so als möchtest du dein Herz nach vorne strahlen lassen. Wie gesagt, der Nacken lang, das Gesicht entspannt. Wir bleiben hier für 5 tiefe Atemzüge in den Bauch. Atme ein. Ausatmen, 1, einatmen, ausatmen, 2, einatmen in den Bauch, ausatmen, 3, einatmen, ausatmen, 4, einatmen, ausatmen, 5. Sehr gut. Leg die Stirn wieder am Boden ab und dann drück hier gleich in deine Hände, um nach oben in den Vierfüßlerstand zu kommen. Wir lockern für einen Moment unsere Wirbelsäule. Das heißt, du kannst nun die Hände aufstellen, Finger aufgespreizt, die Knie unter den Hüftgelenken und dann mach einfach ein paar intuitive Bewegungen hier, nach denen dir ist. Vielleicht möchtest du Kuhkatze üben. Oder einfach ein bisschen durch die Wirbelsäule kreisen, durch die Hüftgelenke kreisen. Vielleicht ein bisschen schlängeln. Vielleicht den Nacken mitnehmen oder den Kopf einfach hängen lassen. Ja, das, was dir jetzt angenehm ist. Und dann komm wieder zur Ruhe. Greif nun in dein rechtes Kniegelenk und stell den rechten Fuß vorn zwischen den Händen auf. Kannst dein linkes Knie ein Stückchen zurücksetzen, damit dieser Ausfallschritt etwas größer wird. Wenn du magst, polster dir dein linkes Knie. Und dann komm hier einmal auf deine Fingerspitzen, um den Rücken zu strecken. Spür, wie die rechte Bauchhälfte nun bequem auf dem rechten Oberschenkel liegt. Und lass auch hier dein Herz nach vorne ausstrahlen. Dein Gesicht entspannt. Und heb hier deine Hände ein Stückchen weg vom Boden, kreise mal durch die Handgelenke ein paar Mal genüsslich und atme in den Bauch ein und aus. Vertiefe diesen Ausfallschritt noch ein kleines bisschen. Setz die Hände wieder am Boden ab, auf die Fingerspitzen und dann lass uns noch gemeinsam den letzten Atemzug hier nehmen. Ein und aus. Gut, nimm deinen vorderes Knie wieder zurück in den Vierfüßlerstand und dann wechseln wir gleich die Seite, greifen die linke Kniekehle und setzen den linken Fuß nun nach vorne zwischen den Händen am Boden ab. Rechtes Knie kann etwas zurückkommen, vielleicht möchtest du das polstern und dann komm hier zunächst auf deine Fingerspitzen, lass das Becken richtig schön sinken. Dein Herz strahlt nach vorne, das Brustbein leicht angehoben. Der Blick ganz klar und konzentriert. Die linke Bauchhälfte liegt nun auf dem Oberschenkel und dann heb auch hier nochmal deine Hände ein bisschen vom Boden weg. Zieh die Schultern zurück und kreise auch hier nochmal durch die Handgelenke. Vielleicht möchtest du auch mal die Finger spreizen, mal Fäuste machen. Einfach so ein paar Bewegungen in den Händen. Gut, setz die Hände wieder am Boden ab, auf die Fingerspitzen und dann lass uns gemeinsam hier noch einmal tief in den Bauch einatmen. Aus dem Bauch, ausatmen. Setz dann den linken Fuß wieder nach hinten, beide Knie nebeneinander. Und setz dich dann auf deine Fersen. Du kannst das Kissen nun vor dir auf dem Boden ablegen. Wir üben die Stellung des Kindes, eine Variante davon, bei der wir noch etwas mehr
die Bauchorgane stimulieren. Du kannst nun Fäuste machen, indem du deinen Daumen einklappst und die Daumen umarmst mit den Fingern und dann die Fäuste an den unteren Bauch legst. In dieser Position neige dich nach vorne und leg die Stirn auf dem Kissen oder auf dem Boden ab. Sollte das sehr unangenehm sein mit den Fäusten, könntest du auch die Hände flach auf den Bauch legen oder die Hände gar ganz beiseite nehmen und sie neben den Füßen ablegen. Egal, wo du nun bist, sammel dich in dieser Position und lass dich nun hier auf diese Haltung ein, indem du den Atem vertiefst. Und auch wenn das jetzt hier im Bauch sich eng anfühlt, wenn das vielleicht ein bisschen unangenehm ist mit den Händen dort, versuch Weite zu schaffen mit jeder Einatmung. Und versuch dich in die Haltung zu entspannen mit jeder Ausatmung, die Gesichtszüge weich, die Schultern weich. Lass dein Becken, dein Gesäß ganz schwer Richtung Fersen sinken. Nimm noch einen tiefen Atemzug hier. Und dann richte dich langsam wieder nach oben auf. Setz dich neben deine Füße und schwing deine Beine nun nach vorn. Du kannst dir gern dein Kissen nehmen, um dich draufzusetzen. Und wenn du möchtest oder wenn es dir jetzt sehr schwer fällt, den Rücken aufzurichten, dann beug deine Knie gern an. Wir haben noch eine aktivere Haltung hier, beziehungsweise eine aktivere Bewegung vor uns, bevor wir uns die letzte Entspannungshaltung dann hinlegen. So, ich zeige einmal, was wir machen. Wir kreisen jetzt 7-mal, verbunden mit der Atmung, um unsere eigene Achse herum. Und dafür streckst du nun gleich deine Arme nach vorne. Mit der Einatmung schiebst du dich nach vorne und mit der Ausatmung gehst du zurück. Ganz große Kreise. Lass uns gemeinsam starten, streck die Arme nach vorn. Mit der Einatmung schieb dich nach vorne und weiter nach rechts. Mit der Ausatmung über hinten und links wieder nach vorn. Eins. Einatmen. Ausatmen. Zwei. Einatmen. Ausatmen. Drei. Einatmen. Ausatmen. Vier. Einatmen, ausatmen, 5, einatmen, ausatmen, 6, einatmen, ausatmen, 7. Bring die Hände hinter dir zum Boden, schüttel für einen Moment die Beine aus und dann wechseln wir die Richtung, streck die Arme wieder nach vorne. Einatmen, schieb dich weit nach vorne und dann weiter nach links. Ausatmen über hinten und rechts wieder nach vorn. Einatmen, ausatmen, 2. Einatmen, ausatmen, 3. Einatmen, ausatmen, 4. Einatmen, ausatmen, 5. Einatmen, ausatmen, 6. Einatmen, ausatmen, 7. Sehr gut. Setz die Hände wieder hinter dir ab, schüttel nochmal die Beine aus und dann nimm das Kissen beiseite, stell die Füße auf und leg dich wieder auf den Rücken. Bring deine Füße mattenweit auseinander, dass die Knie zueinander fallen und dann bring deine Handflächen zusammen und reib die Handflächen nun ganz schnell aneinander, sodass etwas Wärme entsteht zwischen den Händen. Reibe ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, bis es richtig, richtig warm wird. Und dann leg deine Hände auf den Bauch und beginne nun hier im Uhrzeigersinn
ein paar Mal über den Bauch zu streichen. Ja, zunächst noch ganz ohne Druck, ganz sanfte Kreisbewegungen. Spüre erstmal diese Berührung deiner Hände. Spüre, wie sich der untere Rücken und der Bauch auch durch diese Haltung vollkommen entspannen können. Und dann beginne mit deinen Fingerspitzen den Bauch etwas zu massieren. Merk weiterhin eine Kreisbewegung im Uhrzeigersinn, nur dass die jetzt etwas langsamer ist und du einfach so ein bisschen spüren kannst, wo es dir jetzt hier besonders angenehm ist, dich zu massieren, wo der Bauch vielleicht etwas fest ist. Nur lass dir ganz viel Zeit für diese Bewegung, für diese kleine Massage. Und dann leg schließlich nochmal deine Hände auf den Bauch und kreise wieder wie zu Beginn ein paar Mal im Uhrzeigersinn ganz sanft über deinen Bauch. Die Augen geschlossen. Du kannst gerne hier nun noch für einige Momente bleiben. Vielleicht noch ein kleines Shavasana anhängen. Ansonsten ja, möchte ich mich nun von dir hier verabschieden. Ich hoffe, ja, dass diese Haltungen, diese Übungen dir gut getan haben. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.